Und ich habe einen neuen Schadensrekord gemacht. Ich habe Disco-Kugeln freige. Ich habe eine große Rakete. Was habe ich. Was? Wieso habe ich denn jetzt so viel freigespielt? Hey Leute, willkommen zur weiteren Folge von Happy Boom. Bevor es jetzt losgeht, erstmal ein kleines Sorry dafür, dass mein Content aktuell nicht der abwechslungsreichste Content ist, den ich machen könnte. Ich finde, zwei Videos am Tag zu machen, ist nicht so super leid. Ich hatte auch die letzten Tage irgendwie so ein bisschen Hänger. Und deswegen habe ich lieber dann das gemacht, wo ich weiß, ah, okay, das kommt sicher an, also Happy Room oder Brawl Stars, als irgendwelche Experimente zu machen. Aber ich kann euch versprechen, die nächsten Tage kommen wieder zwei Videos am Tag und dann gibt es auch mehr Abwechslung. Ich habe heute zum Beispiel aber auch versucht, drei Spiele aufzunehmen, die waren aber alle Müll. Und ich will keine Videos machen, wo ich das Gefühl habe, ah, okay, das ist langweilig. Und deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen anstrengen mit der Suche, aber es kommen Videos, versprochen. In der letzten Folge haben wir wirklich gut Fortschritt gemacht und wir sind jetzt tatsächlich bei den ganzen Missionen mit Piranhas. Problem dabei, wir haben die Piranhas noch nicht freigespielt. Okay. Um die Piranhas freizuspielen, müssen wir einen neuen Schadensrekord aufstellen. Und ich hatte einen Tipp in den Kommentaren gelesen, und zwar, dass der Eisstrahl sehr, sehr stark ist. So, jetzt haben wir ein paar Eisstrahle platziert und mal gucken, ob wir jetzt einen neuen Schadensrekord aufstellen. Haben wir vorher nicht hingekriegt. Ich hoffe einfach, dass das eine gute Kombo ist und der Eisstrahl richtig ballert. Es sieht erstmal nicht schlecht aus. Der Schaden sieht erstmal sehr, sehr nice aus. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob die Kombo gut ist mit Feuer und Eisstrahl. Aber es sieht erstmal nicht schlecht aus. Wir haben noch ein paar Waffen, die schießen können. Also geht noch ein bisschen. Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr Schaden. Das sieht aber schon mal nach einem Schadensrekord aus. Es sieht schon mal echt gut aus. Ja, noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Und dann schalten wir die Piranhas frei. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Das fällt jetzt noch ein bisschen runter. Oh, der Pfahl. Ja, es wird ein neuer Schadensrekord. Das wird ein neuer Schadensrekord und das wird der Piranha. Oh, es wird vielleicht sogar ein bisschen mehr als der Piranha, ehrlich gesagt. Es ist jetzt schon mal der Piranha, glaube ich. Komm schon, komm schon. Ja. Und wäre er nicht so krass weggebounced, wäre es vielleicht sogar ein bisschen mehr geworden. Aber die Shotgun hat einfach zu krass weggeschossen. Moment, Moment. Ich will kurz. Ich bin wirklich geil jetzt auf dem Schadensrekord. Was macht denn der Piranha? Oh, what? Ist, glaube ich, so nicht richtig platziert. Ich glaube, gut ist es, wenn ein Portal oben und unten ist. Jetzt. So. Achtmal müssten wir locker hinkriegen, oder? Einmal. Vielleicht muss ich vielleicht noch mehr Piranha. Ne, es passt schon. Okay. So, da oben ist jetzt der Piranha auch verbraucht. Gut. Machen die Piranhas denn viel Schaden? Geht so, ne? Es ist eher nicht so viel Schaden. Zünden Sie das Testobjekt an, während es sich im Wasser befindet. Und frieren Sie ihn danach in einen anderen Pool ein. Okay, machen wir es mal so. Er fällt jetzt runter, fällt rechts in das Piranha-Becken, da brennt er. Fällt runter, kommt links rein und wird dann da eingefroren. Klappt das? Da brennt er. Fällt. Es zählt noch. Und jetzt wird er eingefroren. Okay, hat geklappt. Gut. Gut. Spicken Sie das Testobjekt mit Plasmakanonen von beiden Wänden ab. Ich habe noch keine Plasmakanonen, aber gut, Spiel, dass du mir sowas vorschlägst. Vielleicht Granatwerfer als. Aber Granatwerfer ist, glaube ich, stark, wenn ich kontrollieren kann, dass die Granaten noch wirklich alle treffen. Wenn der oben hängt, schießt er den nach oben und die treffen alle? Mal kurz testen. Kurz testen. Er fällt jetzt da rein. Trifft der Granatwerfer? Ja, doch, er trifft. Okay, dann ist er. Dann ist der Granatwerfer wiederum stark. Dann ist das wiederum sehr, sehr stark. Dann muss ich ihn auf jeden Fall dahin platzieren. Könnte. Der Granatwerfer könnte auf jeden Fall einen Unterschied machen, wenn der ordentlich trifft. Dann kann er einen großen, großen Unterschied machen. Mhm. Der ist jetzt ein Schuss daneben gegangen. Aber es macht nichts. Von den Pfeilen sind auch ein paar daneben gegangen. Das macht eventuell doch was. Ja. Da sind zu viele Schüsse, glaube ich, daneben gegangen einfach. Als du mal sagen könntest, dass das wird. Ich meine, der fällt noch runter. Nee. Verdammt! Wir brauchen nicht, dass er rausgeschleudert wird aus dem Portal. Schadensrekord, habe ich gesagt. Komm schon, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nicht mehr viel. Schadensrekord. Shuriken haben wir freigespielt. Also wirklich Shuriken. Und nicht hier mit Plasmakanonen oder Schwerkraftstrahl. Oh! Schwerkraftstrahl freigespielt. Dankeschön, Spiel. Dankeschön. Können wir noch irgendwie was hinkriegen? Ich glaube nicht, ne? Okay, Plasma. Okay. Oder vielleicht doch. Das ist nicht so viel. Vielleicht können wir noch was beispielen. Plasmakanone. Das war ja ein richtig krasser Schadensrekord. Yo, das war nice. Das war richtig nice. So, jetzt will ich die aber schießen sehen. Komm schon. Oh! Okay, das ist nice.
das ist nice. Ich bin ein Fan. Das ist richtig cool. Bam. Das klingt hier richtig cool. Von beiden Wänden muss der gespickt werden. Okay, ich muss quasi noch an der rechten Wand was platzieren für die Outquest. Hätte ich vielleicht direkt machen können. Die haben auch richtig viel Ladung, die Plasmakanonen. Die können ja richtig lange schießen. Okay, cool. So, für die Quest reicht es, glaube ich, schon. Von beiden Wänden muss der... Ich glaube... Ah, haben wir. Plasmakanone, Teleporter an der Decke. Könnten wir durch Zufall hinkriegen, ehrlich gesagt. Plasmakanone und dann muss der nach oben geschossen werden. Könnten wir durch Zufall hinkriegen, vielleicht. Ja, haben wir durch Zufall hingekriegt. Also die Plasmakanone hat den Dummy nach oben geschossen ins Portal. Und wir haben immer noch welche über. Also es ist ja absurd, was das für ein Schadensoutput hat. Können wir vielleicht einfach damit auch einen neuen Schadensrekord aufstellen, so richtig easy jetzt? Weil es sah ja schon nicht schlecht aus. Es war ja schon relativ nah dran. So. Okay, können wir einen neuen Schadensrekord damit hinkriegen? Ist natürlich sehr, sehr simpel. Aber es sieht auch funktionieren. Oder? Aber es könnte auch funktionieren. Weil die Waffe ist ja schon stark. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und dann bleibt er liegen. Okay. Wenn ich das irgendwie super gut kontrollieren könnte, oder ein bisschen mehr Glück habe, dann wäre es super gut möglich. Ja, es macht auch ein bisschen Schaden, merke ich gerade. Für 7 Sekunden muss in Luft gehalten werden. Haben wir geschafft. Ich weiß aber immer noch nicht, wie wir die Mission machen sollen, wo er im Uhrzeigersinn um den Block fliegt. Wie kann ich das denn so gut steuern? Also in der anderen Version wäre es kein Problem gewesen mit den Gravitationsfeldern, aber die haben wir ja nicht. Fügen Sie ein Testobjekt 15 Sekunden lang Schaden mit den Eis- und Schwerkraftstrahl zu. Das ist wiederum, sollte ich hinkriegen. Okay, versuchen wir es mal so. Ich habe jetzt wirklich mein ganzes Geld rausgehauen, was ich habe. Das könnte was werden. Er ist mehr in Bewegung. Wir nutzen mehr das Feld. Aber auch nicht genug. Das reicht nicht. Weil er kommt von links, aber er kommt nicht wieder zurück. Ich muss irgendwie noch eine Möglichkeit finden, ihn von der rechten Seite wieder zurück nach links schleudern zu können. Er muss nur nach links kommen eigentlich. Komm. Nein, dein siffiger Kopf liegt doch schon genau richtig. Wette, jetzt landet er anders. Ich habe das Sprungfeld jetzt woanders hin platziert. Ich wette, jetzt landet er woanders. Jetzt landet er noch weiter. Oh, es ist nicht. Oh, was? Wir haben das jetzt schon hingekriegt? Und ich habe einen neuen Schadensrekord gemacht. Ich habe Disco-Kugeln freige. Ich habe eine große Rakete. Was habe ich. Was? Wieso habe ich denn jetzt so viel freigespielt? Das war doch gar nicht mein Plan. Hä? Raketenwerfer habe ich freigespielt. Eine große Rakete. Kann ich einen Raketenwerfer irgendwo platzieren? Da oben, ne? Mach ich mal just for fun. Yo, der Raketenwerfer eskaliert. Der eskaliert, was den Schaden angeht. Der geht hier richtig ab. Bam. Vor allem trifft er ja immer, oder? Der eskaliert richtig. Xenon. Okay. Er landet. Große Rakete. Oh! Das ist das. Okay. Okay, das ist ja was ganz anderes, als ich dachte. Okay. Also muss hier mehr was hin, ne? Es gibt ein Limit, wie viel ich davon platzieren kann. Egal, es könnte reichen. Große Rakete, er fliegt nach da. Schreitkolben. Haben wir doch jetzt gemacht? Oder meinen die andere Raketen? Große Rakete war anscheinend nicht richtig. Absolut nicht getriggert. Dann, machen wir Raketenwerfer. Das müsste auch ran. Hauten jetzt nach oben. Moment. Wie kann das nicht stimmen? Welche Rakete meint der denn? Rakete, Streitkolben. Rakete, Streit... Ja. Ja. Ja, das war es gemeint. Okay. Raketen sollen insgesamt 200 Meter fliegen. Okay. Ach, das sind Vögel, die verschossen werden. Das sind gar keine richtigen Raketen. Oder ist das ein Easter Egg, dass das jetzt ein Vogel ist? Das eine ist eine Rakete und das andere ist einfach ein Vogel. Okay, dann würde ich sagen, Leute... Machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir haben nicht so viel geschafft, wie ich schaffen wollte, ehrlich gesagt. Teleportieren Sie eine große Rakete. Das sieht lustig aus. Eine große Rakete teleportieren sieht lustig aus. Sieht vor allem leicht aus. Da. Machen wir einfach nämlich so. So. Und die große Rakete können wir ja ganz simpel einfach dahin platzieren.
Ich kann nur eine davon platzieren, oder? Ich kann mehrere. Ich kann mehrere platzieren. Na gut, dann machen wir einfach so. So, er steigt jetzt drauf und geht in. Geht jetzt ins Portal, bitte. Kann das klappen? Hoch, runter, hoch. Ja! Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Noch eine Rakete. Bam. Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit einem neuen Schadensrekord. Ich glaube, ab der nächsten Folge sind wir auch schon stark genug, um ein paar Fatalities zu machen. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Happy Boom. Bis dahin und ciao.